Drei junge Rheinland-Pfälzer, eine Mission. Mehr Frieden in die Welt bringen und dafür engagieren sie sich. Über einen Austausch mit jüdischen und arabischen Israelis, ins Leben gerufen von der Organisation Gifat Havifa. Auf der Israel-Reise mit Malu Dreyer sehen sie ihre Austauschpartner wieder und wollen der Delegation von ihren Erfahrungen berichten. Wir Menschen sind individuell, aber dennoch haben wir doch Gemeinsamkeiten, die uns alle zusammen verbinden. Nach einem Jahr sich wiederzusehen, nach über einem Jahr, schon was Besonderes und wir haben uns ja auch vermisst. Die Kulturen, mit denen wir in Kontakt gekommen sind, sind anders, aber trotzdem in vielen Punkten auch gleich zu der deutschen. Einmal mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr fliegen, das ist aufregend. Ein Selfie wird direkt an die Freunde in Israel geschickt. Mit der Bundesratspräsidentin unterwegs, Abenteuer. Nach Ankunft in Tel Aviv, Abschied von der Delegation. Für Vorbereitungen müssen sie weiter nach Gifat Havifa. Der Rest reist nach Jerusalem. Viele Israelis sagen, die Stadt sei verrückt. Zusammenleben unterschiedlicher Religionen auf engstem Raum. Grabeskirche, größtes Heiligtum der Christen. Unten die Klagemauer der Juden. Oben der Felsendom der Muslime. Im Westteil der Stadt leben Juden, im Ostteil Palästinenser. Ein Nebeneinander her, Konflikte programmiert. Und so ist das im ganzen Land. Zwischen den Hügeln hier Barta'a, geteilte Gemeinde. Auf der einen Seite Israel, auf der anderen Westbank Palästina. Die Institution Gifat Havifa setzt sich unter anderem mit Jugendprogrammen für das jüdisch-arabische Verständnis ein. Warum diese Begegnungen so wichtig sind, ist, dass sie den Menschen einfach die Gelegenheit geben, tatsächlich mal von Angesicht zu Angesicht sich in die Augen zu schauen und miteinander zu sprechen. Die meisten Menschen sprechen oftmals immer nur übereinander. Zwischen unseren drei Rheinland-Pfälzern und ihren Austauschpartnern sind enge Freundschaften entstanden. Die Begegnungen sind sehr emotional. Meine deutschen Freunde getroffen zu haben, hat mir viel über das Leben gezeigt, hat verdeutlicht, wie man fremde Menschen kennenlernt und wie man andere Meinungen und Lebensstile versteht. Noch eine schnelle Umarmung zum Abschied. Auf dem Rückflug in der Nacht erschöpft, aber glücklich, die Erlebnisse der letzten Tage Revue passieren lassen. Es war meine beste Reise, die ich je gemacht habe. Richtig aufregend. Ist auch wieder schade, dass wir zurückfliegen. Aber die drei haben ihren Austauschpartnern nach den intensiven Tagen versprochen, sich im nächsten Jahr wiederzusehen.